Hallo liebe Freunde gepflegter YouTube-Unterhaltung, hallo liebes Internet, wir sind heute wieder bei einem schönen kleinen Let's Play des nagelneuen, quasi noch warmen The Secret World. Ist ja sofort, ich weiß gar nicht wie, auf meinem Schreibtisch gelandet, mit der Bitte, spiel mich! Es sieht unwahrscheinlich vielversprechend aus, ich hab's schon mal angezockt, ein Charakter gestern Abend, irgendwie ganz schön verwirrend alles am Anfang. Aber wir schauen einfach mal rein, wir machen gleich einen neuen Charakter. Ich will nur mal schnell, damit ich nicht wieder zu leise bin, die Audio-Option. Ich habe hier schon so ein bisschen das alles klein gemauschelt. Wir gucken mal, wie das so läuft mit der Musik und alles, ob ihr mich dann noch hört. Die ganze Aufmachung, grafisch ganz cool, werdet ihr gleich merken. Wir melden uns mal eben an. Hopp, angemeldet. So, da habe ich schon Agent Sasori, den Supermeister, hier angelegt. Der ist quasi ein Blutmagier, könnte man sagen. Und ist Illuminati. Da kommen wir gleich noch drauf. Wir machen mal einen neuen Char. Wir müssen einen Server auswählen. Das ist ein RP. Roleplaying Server. Ich weiß nicht, ob das ein Vor- oder Nachteil ist. Wir gehen mal wieder auf den deutschen Server. Gehen mal hier unten auf Erstellen. Ich hatte vorhin schon einen Char erstellt, muss ich sagen. Oder nein, gestern Abend habe ich das noch gemacht. Heute Nacht, keine Ahnung. Nein, es ist einfach so, immer nur Männerspiel ist irgendwie langweilig. Ich bin ja schon ein Mann. Ja, und da ich eh so ein halbes Mädchen bin, kann ja nicht schaden, wenn ich mal so eine Tussi spiele, ne? Mache ich ja meistens, habe ich bei WoW auch oft gemacht, hatte ich die Hälfte Männerhälfte. Also, ich bin weder sexistisch noch sonst was. So, hier sind wir im eigentlichen Dingens. Wir können nämlich drei geheime Organisationen auswählen. Nämlich die Illuminaten, Sex, Drugs und Rockefeller. Das war der Typ, den ich eben erstellt habe. Dazu kann man sich hier unten ein kurzes Video anschauen. Es geht nur um Macht. Sie an sich reißen, sie behalten, sie einsetzen. Macht ist unsere Währung, unsere DNA. Sind coole Sachen dabei, habt ihr gerade schon gesehen. Dann gibt es die Templer, erlöse uns von dem Bösen. Also die Illuminaten sind, ich will mal kurz sagen, so wie ich das verstehe, die Bösen. Die Templer sind natürlich wieder die heiligen Guten und die Drachen, die sind so mittendrin und machen so alles. Jetzt gucken wir mal kurz, was die Templer, hier gibt es auch ein Video. Sie kamen zu uns, weil sie eine Bestimmung suchten. Ich versichere Ihnen, eine wichtigere als die unsere gibt es nicht. Ohne Struktur und Disziplin. Labert etwas vom Guten in der Welt. Dann gibt es auch die Drachen, da gibt es natürlich auch ein Video zu. Das könnt ihr euch alles mal reinziehen. Chaos를 이론적으로 정의해볼까? 아이, 아이, 나, 어. 그건 천 개의 동전을 공중에 던지는 것과 같다. 근데 나, 어. Also wer Chinesisch fließend spricht, der kann das natürlich sich reinziehen. Die Kunst des Chaos sind die Drachen. Ich will von jedem natürlich mal einen Charakter haben. Heute machen wir uns mal einen Templer. Oder genauer gesagt, ein Templer-Mädchen. Na, da haben wir schon so ein kleines Pummelchen. So, wir machen Cool Boy und Cool Mädchen. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie die nochmal genau aussah. Ich habe versucht, so eine Schnitte zu machen. Ne? Ist ja auch nicht ganz leicht. So, Maustaste drücken, mal hier so rauf, runter, links, rechts, alles bewegen. Mal das Püppchen von vorne, von hinten. Gut, ein bisschen mehr Popo jetzt vielleicht getan. Nein, Spaß. Charakter anpassen. Gut, dann nehmen wir uns doch mal den Kopf zur Brust. Haha, das klingt auch gut. So, nein, mach mal kurz das Outfit. Ich hätte gerne keine Brille. Ich habe gestern mit Brille, ohne Brille, alles Mögliche probiert. Accessoires, Oberkörper. Da wollten natürlich viele Jungs, Sekunde mal, ich will das mal eben demonstrieren. Da wollten natürlich viele Jungs, wir wollen dann sowas hier haben, ist klar, ne? Wir wollen ja was für unser Geld. Ich wollte es ja nicht ganz so übertreiben. Ach nee, doch, das ist sogar das Ding, was ich genommen habe. Was ich meinte ist, die Jungs wollen immer das hier, ne? Ist klar, die Körbchengröße ist ja alles sehr dezent hier gewählt. Also überhaupt nicht nur von Männern gemacht und so Lara Croft-Style. So, ich wollte ja jetzt aber auch nicht hier anziehen wie im dicksten Winter, das Mäuschen. Also habe ich gesagt, nimmst du so ein Mittelding. Ich hatte irgendwie, wo ist es denn hier, so einen schönen Top. Dachte ich mir, komm, ein bisschen bauchfrei. Das ist ganz gut. Die Jungs hier, die Templer, die sind ja in London, da ist ja immer eine Bullenhitze. Ja. So, Mäntel haben wir weg extrahiert. Da hatte ich mir dann sowas Weißes übergezogen. Fand ich geil, ich bin ja so ein sportlicher Typ. Also habe ich gesagt, Beine. Hatte ich irgend so eine coole Hose. Da gibt es jede Menge hier. Hotpants kannst du machen. Hast du so ein super Tingel-Tingel-Mäuschen. Das wollte ich aber nicht haben, ehrlich gesagt. Ich hatte da eher sowas im Sinn. Ja, so eine sportliche Dusi hier.
Gut, mit den Klobetrottern, da geht's noch nicht so vorwärts. Da brauchen wir ein bisschen was Sportlicheres hier am Start. Da hatte ich, oh, die sehen noch fesch aus. Also so eine Sportskanone, so eine Fresche hätte ich ganz gerne. Einfach mal so halt. Ja, dann kommen wir mal zu den Gesichtszügen. Da haben wir verschiedene Köpfe am Start. Die sehen alle ein bisschen komisch aus, finde ich. So, ja, die ist ja schon ganz nett. Hautfarbe können wir hier auch noch dunkel, hell, was auch immer machen. Augenfarbe hier crazy blau und so. Nehmen wir mal richtig blau. Die ist ja eigentlich schon ganz hübsch. So ähnlich sah die auch gestern aus, glaube ich. Ihre Lippen kann sie ja noch aufblasen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Die sehen ein bisschen verbissen aus. Die sind sehr groß. Nee, nee, nee. Die sehen, oh, der Mund ist mir zu breit. Nee. Also die sind eigentlich schon ganz cool so. Oder diese dicken Lippen. Nee, das ist... Nee, nee. So, da gibt es hier verschiedene Kiefer noch. Vom Boxer bis sonst wohin, ja. Was ist denn da der Unterschied zwischen dem und dem? Ja, gut. Das ist ja schon mal ganz nett. Nase, Augen. Augen haben auch verschiedene. Ah, ja. Oh, die sieht so... Bitte tu mir nix. Die ist schon so ein bisschen zickig hier. Ja, Zicken-Style. Ja, da ist schon was dabei. Ne, die ist mir zu schlitzäugig. Ja, so leicht zickig kann sie schon sein. So, haben wir hier eigentlich einen Kopf gewählt? Ja, das war ja das eben. Gesichtszüge. Was haben wir noch? Haare und Make-up. Ach du meine Güte. Jetzt geht nämlich die Chose los. Augenbrauen, die können wir noch ein bisschen zarter machen. Oh ja, okay. Make-up. Ja, das ist genau mein Make-up, was ich will. Nein, Spaß. Make-up-Farbe ist mal wurscht. Da gibt es ja ganz verrückte Dinge. Man könnte natürlich auch so eine angemalte machen. Gestern habe ich versucht, so eine möglichst hübsche zu machen. Mein Typ hat so ein Tattoo. Das ist total auf Space hier. Mit Knutfleck. Ich hatte so eine leichte Schminke. Ich glaube, sowas hier in so einem roten Ton oder ich weiß gar nicht mehr. Blauton. Ne, blau sieht ja ein bisschen furchtbar aus auf den Lippen. Crazy. So, jetzt brauchen wir eine korrekte Frisur hier. So, das ist ja hier ein bisschen die Spock-Variante. Das hätte ich nicht so ganz gerne. Fupp. Oh. Ja, das ist jetzt quasi ich. Aber das wollen wir nicht. Was haben wir da noch? Ja, geil. So sieht mein Typ aus. Ist schon eine geile Alte. Muss man sofort mal sagen. Passt vom Style her. Sportstyle und schnippige Haare. Super gut. Das ist aber nicht das, was ich will. Oh, das ist China-Mädchen. Das würde ja gut passen jetzt zu den Drachen. Nee, nee. Ja, Stylomat. Ich weiß gar nicht, was ich für Frisur genommen hatte. Farbe der Gesichtsbehaarung. Hä? Oh, crazy. Nee, nee, das lassen wir mal so. Aber ich konnte doch irgendwie... Hier ging es dann irgendwie weiter. Ach, genau. Multicolor und so. Alter. Ich will Multicolor. Geil. Oh, das ist hier die strenge Sekretärin. Okay, verstehe. Da hätte man fast eine Brille lassen können. Ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht, was ich für Haare gemacht habe. Oh, okay. Was ich für Haare gemacht hatte. Irgendwas Nettes. Das hat ja schon so ein bisschen was. So ein leichter Lara Croft-Style. Boah, check das mal. Das ist ja schon ein ganz schönes... Ganz schöne Diva, eine kleine hier. Hm? Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja was Ordentliches haben. Ich weiß doch verschissen nicht mehr, was ich für eine Frisur genommen habe. Krass. Was ist das denn überhaupt für ein struppiges irgendwas hier? Nee, nee. Die ist schon sehr fesch jetzt hier. Die Frisur gefällt mir aber nicht so richtig. Ja, das lassen wir doch mal so. Dann hat ja irgendwie was, die Kleine jetzt hier. Farblich sind wir auch schwarz-weiß. Die Hose ist aber irgendwie, gibt sie noch in einer schöneren Farbe. Das ist jetzt braun, das passt jetzt auch nicht so unbedingt. Wollen wir sie blau machen? Das ist natürlich immer so ein fescher Style. Oder machen wir es echt hier so im Grau-Look? Hier so eine Dreiviertel-Hose. Ja, passt auch ganz gut. Nee, dieser Tarn-Look, den fand ich schon ganz nett.
Den gibt es nur in drei Farben. In Grau, das ist natürlich jetzt alles sehr trist hier. In Braun oder in Blau. Also da hätten sie wirklich ein bisschen Arsch mal verpassen können. Das, wie sieht das denn aus jetzt hier? Nee, das ist schon so, ist das schon cool. Können wir noch was mit den Fingernägeln machen? Nee, können wir nicht. Gesicht ist auf jeden Fall interessant, würde ich mal sagen. So, Namen erstellen. Wie nennt man denn die Braut? Da ich ja Steffen heiße, ist das jetzt die Steffi. Killer Machine ist der Spitzname und der Nachname ist Templar. So habe ich das gestern schon gemacht. Aber Steffi Templar klingt ja auch blöd. Naja gut, zumindest ist das neutral. Und Killer Machine ja, passt jetzt auch nicht so. Was könnte man denn noch machen? Mercy. Wie auch immer, wir machen mal. Den Nicknamen gibt's bereits. Wanted vielleicht. Gibt's auch schon. Also der Nickname muss eindeutig sein, der Rest ist egal. Dann haben wir Killer Lady vielleicht noch. Oh, die gibt's noch nicht. Alles klar, da sind wir mal am Start. Ein Loading Screen. Jetzt kommt gleich dieses Intro. Das scheint irgendwie immer gleich zu sein. Da kommen jetzt jede Menge Sequenzen und verrücktes Zeug. Und ich dachte mir so, was ist das alles für ein Crap hier? Ihr spammt mich voll, mein Gehirn. Ihr werdet es gleich merken. Erstmal kommt die geile Fliege, die leuchtet. Ja, die ist mir gleich aufgefallen, mit der stimmt was nicht. Oder Biene oder was auch immer das sein soll, die Fliege. Ich kenne keine Fliege, die so leuchtet. Aber klar. Gleich mehr dazu. Das ist meine Bude, die sah übrigens bei dem Typ genauso aus. Also die Wohnung ist völlig identisch, egal was man spielt. Sieht genauso aus. Nur, dass jetzt ja natürlich eine Schnecke im Bett liegt. Der etwas eklige Teil. Naja, gut, egal. Müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Du wirst das Ende aller Tage sehen. So, jetzt kommen ganz komische Sachen, die muss man sich einfach angucken. Den Anfang eines neuen Zeitalters. Ich breche das jetzt für euch mal nicht ab. Wirst Herrscher sein oder Bettler. Im Normalfall würde ich es abbrechen, weil alles verlieren, I've already seen oder it. Zur Gottheit werden. Genau. Da dachte ich mir schon so, für uns sein, krasser Strand. Oder gegen uns. Deine Entscheidung. Da fliegen so Nicknacks durch die Luft. Krieg ich gleich Hunger. Und vergiss nicht. Beachte stets die Stimmen. Höre auf die Stimmen, die flüstern in deinem Schlaf. Ja, die flüstern so oder so schon mit mir jeden Tag, gut und böse. Du bist zwar auserwählt, aber du musst richtig entscheiden. Ich glaube, das Gleiche ist ja eben Leben bei mir. Du bist verflucht mit freiem Willen. Wir sind hier, dich zum Licht zu führen. Es steht mir nicht zu, einzuschreiten, aber so, habe ich dir eigentlich obwohl das hier nur ein Traum ist. Triff die richtigen Entscheidungen. Alter, die verstrahlen. Und beachte die Stimmen. Die Stimmen, denn sie verderben. Denn sie sprechen die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Kein Plan. Das ist genau dasselbe. Oh, Horror-Szenario. Ja. Woo. Babe. Feuer und Flamme bin ich für dich. Selbe über den Typ, kann ich euch schon sagen. Ist bestimmt, wenn man Drachen spielt, auch dasselbe. Nur mal so am Rande, gell? So, jetzt sind wir plötzlich 4 Tage zurückgesprungen. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Das jedenfalls ist meine Bude. Ich muss aber jetzt sagen, die ist jetzt weit entfernt von meiner echten Bude. Da ist ein bisschen ordentlicher. Oh, die sieht aber ganz schön böse aus. Hat ein bisschen was kaputt gemacht, die Kleine. Hoffentlich eine gute Hausrat. Okay. Ich bin ja schlimmer, dass ich in der Spannung stehe. Aber das so schlimm ist, war mir nicht klar. Vor allem Feuer und Blitz oder Eis oder was das war. Hey Kleine, du hast irgendwie ein Problem, du solltest das behandeln lassen. Zumindest kommt die mir so nicht nach Hause, ne?
Stell dir mal vor, hast du eine Freundin, ständig geht irgendwas kaputt. Vor zwei